Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Bonusfolge von Scum. Quasi ein Weihnachtsspezial, denn letzten Freitag am Abend kam das Update, das lang erwartete Update raus. Version 0.3 mit dem Titel Scum and the City. Das bietet sich natürlich an für eine kleine Bonusfolge, denn wir haben ja die erste Staffel vor kurzem erst beendet. Dann hängen wir das als Bonusfolge ran, als Weihnachtsspezial quasi. Und dann schauen wir uns doch heute mal die City an. Aber das war natürlich nicht alles, was mit diesem Update kam, die City. Nein, es wurde so einiges Neues hinzugefügt. Unter anderem jetzt auch, dass die Zombies in Gebäuden und Bunkern spawnen, beziehungsweise dass die sich jetzt dort in Gebäuden befinden. Also da ist man auch nicht mehr safe vor den sogenannten Puppets, also Puppen quasi. Also Zombies spawnen jetzt auch in Gebäuden und in Bunkern. Ich habe mir das Ganze mal durchgelesen, war sehr, sehr, sehr viel. Ich werde das mal jetzt grob bloß anreißen. Dann gab es noch Waffenanimationen, die hinzugefügt worden sind, Admin-Commands, Bugfixes natürlich, PvE. Dann, was haben wir noch? Da gibt es einen neuen spielbaren Frauenkopf. Also für die Charaktererstellung wurde ein neuer Frauenkopf hinzugefügt. Audio-Sound wurde bearbeitet. Dann das Licht in den Wintergebieten, das wurde verbessert. Verhalten bei Verletzungen, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel drei Kugeln im Bein hat, kann man nicht mehr rennen. Dann dementsprechend verhält sich unser Charakter dann auch ganz anders. Items wurden hinzugefügt, wie Reparaturkits für verschiedene Sachen zum Beispiel, habe ich gesehen. Verschiedenste Bomben und Minen und noch vieles mehr. Und was auch sehr neben der, wenn man die Map aufruft, sieht man oben bei D4, D3, C4 und C3 die große Megastadt. Aber das ist noch nicht das Einzige, was er schlägt, wenn man jetzt nämlich das Inventar aufruft. Das wurde nämlich komplett überarbeitet. Bam! Das erschlägt auch erstmal ein. Komplett neu überarbeitet. Damit muss man auch mal erstmal zurechtfinden. Ganz viele Symbole hier oben. Hier hast du natürlich Handwerk und das wurde verkleinert, so wie es aussieht. Und die Inventarslots wurden jetzt auch irgendwie angepasst. Hier sieht man ganz schlecht, aber wenn man das jetzt mal hier so sich bewegt, das Feuerzeug nimmt jetzt 4 Felder ein. Vorher waren es immer ein Feld. Wurde alles überarbeitet. Auch hier die ganz komischen Formen. Vom Nachtsichtgerät zum Beispiel. Soll natürlich mehr Platz sparen sein. Du kannst aber auch irgendwie Items, das habe ich noch nicht rausgekriegt, wie das geht. Ich glaube, wenn du die nimmst und dann, ach ja, genau, mit Mauserad hoch oder runter kannst du die jetzt nämlich auch drehen und dementsprechend das Inventar dann auch anpassen. Also da haben sie auch vieles gemacht. Was war es noch? Dann das Squad-Management wurde überarbeitet bzw. ins Spiel eingefügt und ich denke mal, PvE wurde noch gemacht und das sind so die grobsten Sachen, die es jetzt mit diesem Update Version 0.3 in Scum and the City dazugekommen sind. So, das heißt, in dieser Folge, wir werden auch jetzt nicht großartig auf Looten ausgehen. Ich habe jetzt das Spiel erstmal so weit runterlaufen lassen, weil es war ja noch Nacht am Ende der ersten Staffel von Scum. Brauchen wir natürlich nicht. Wir wollen das natürlich bei Tag sehen. Und ich würde sagen, wir fahren heute mal mit dem Polizeiauto. Warte mal, wie ist denn das jetzt? Okay, so geht das. Wow, okay. Gigantisch viel Platz hier drin. Ich weiß nicht, ob da der Platz größer geworden ist. Auf jeden Fall mit dem Polizeiauto wird man das gerne hinfahren. Wie gesagt, heute sind wir nicht auf Looten aus. Heute wollen wir uns einfach mal die City angucken. Und ja, mal gucken, wie das ist mit den Zombies jetzt in den Gebäuden. Guck mal, hast du kaum mal Staffel 1 beendet, hat Bob alles verlernt, was das Fahren angeht, ne? So, haben wir jetzt irgendwas anderes? Auf jeden Fall, ich finde es relativ wenig. Wir haben alles abgelegt, ne? Aber wir lassen unsere Weihnachtsoutfit natürlich. Kleiner Funfact am Rande, den Weihnachtsbaum, den ihr da oben links sieht, das ist nicht nur irgendein Bild, sondern diesen Weihnachtsbaum gibt es wirklich. Der steht nämlich bei mir in der Wohnung. War gar nicht so leicht, den da irgendwie reinzufriemeln. So. Ich hoffe, ich gewöhne mich da noch dran an dieses Inventar. Ich kriege das jetzt aber hier auch nicht mehr irgendwo reingeklemmt, ne? Ach ne, das hatten wir im Rucksack, glaube ich. Jetzt frage ich mich natürlich, wo der Rucksack gelandet ist. Den hat man hier eigentlich auch reingetan. Oder haben wir den im Auto gelassen? Das kann natürlich sein. Welchen hatten wir als letztes? Den schwarzen, ne? Dann schauen wir mal. Doppelklick. Wie geht denn das? Open Inventory.
okay, Items, die wurden auch relativ überarbeitet, so wie das aussieht. Wo ist denn aber mein Rucksack hin? Jetzt sage ich ja nicht, mein Rucksack ist weg, dann flippe ich aus. Ihr seht, es klappt mit dem alten Spielstand zwar, aber... Zwei Runden kannst du erweitern. Okay, wir müssen... Inventory. Was ist der Vorschlaghammer? Was ist das? Was ist das denn? Ach, der Pilz, ne? Hm. Der hat jetzt auch so eine komische Form gekriegt. Okay. Also ist zum Beispiel, Jacke ist nicht mehr viereckig, sondern... Ja, wird eher spitz zugänglich. Ja, schön. Der Rucksack ist weg. Oh, jetzt ist vorbei. Also spielt mir einen in der Truhe gelegt zu haben. Jetzt ist unser Rucksack weg. Sprich, alles, was da drin war, die nehmen wir mal mit. Dann kannst du jetzt natürlich nicht in die Hand nehmen, weil... Ja gut, dann lässt es bleiben. Ich gucke jetzt alle Autos hier durch, ne? Ist noch so richtig gut geplant, aber... Was zu essen? Oh, wie groß ist denn das Essen geworden, ey? Halleluja. Überhaupt nicht übertrieben, ne? Ja, gut. Das heißt, wir müssen uns verabschieden von unserem Rucksack, so wie es aussieht, weil der ist weg. Ja, super, ich freue mich. Kann natürlich mit dem Update zusammenhängen. Weil ich hatte den eigentlich alles in die Inventarkiste gelegt. In unsere Ausrüstungskiste. Und die ist hier. Was habe ich hier noch drin? Zombie-Köpfe. Ein Bogen. Ach, kann ich jetzt was zwischen den Bogen auch legen, wenn ich was Kleines habe? Tatsächlich. Okay. Das ist natürlich cool. Okay. Einmal komplett überarbeitet. Unsere M12 ist auch weg. Warum auch immer. Läuft. So, haben wir noch Taschen hier. Gut, und die ganzen Rucksäcke sind auch weg. Dann haben wir den kleinen bloß noch. Aber besser als gar keinen, ne? Ach, guck mal, und unserer Cache ist auch weg. Oder übersehe ich irgendetwas? Nein, das Ding ist ja leer. Holztruhe, Ausrüstung... Wenigstens steht das da, dass, wenn du es beschriftet hast, was es ist. Aber ja, das ist weg. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich ein Ast. Dank des Updates. Das heißt, die ganzen Waffen, Munition, ja, alles ist weg. Das heißt, wir müssen uns komplett nochmal ausrüsten. Medizin brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich wollte Verbände haben. Wir hatten so viel gelootet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir hatten nicht nur fünf, wir hatten viel mehr. Also es liegt eindeutig am Update. Ja, jetzt kannst du hier so puzzeln, wie du das hier dran machst. Okay. Das ist jetzt... Davon bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. Das müsste rein theoretisch schnell gehen. Gut, dann nehmen wir das schon mal mit. Was haben wir denn? Pistoletten. What? Wo sind meine ganzen Waffen hin? Meine M9 und so. Die ganze Munition. Was bist du denn? Die haben auch mal besser in die Taschen gepasst, ne? Die passen jetzt nirgendwo mehr rein. Habe ich so das Gefühl. Das geht noch. Das ist Eagle 50. So, dann müsste es die Munition dazu sein. Das ist ein bisschen tricky gemacht. Das ist... das gefällt mir jetzt nicht ganz so. Okay. Aber da müssen wir uns dran gewöhnen. Das müsste... Woran erkenne ich denn das, ob das die Desert Eagle 50 ist? Die Munition... Was hast du denn jetzt damit gemacht? Hast du die woanders hingepackt?
Hast du die gedroppt? Hast du die gegessen? Bob. Also gedroppt. Wenn du eine Doppel-League drauf machst, droppt er die also. Gut, dann packen wir die mal aus. Dann sehe ich immer noch nicht, ob das die Desert Eagle Munition ist. Okay. Ach, wir haben hier nicht immer ein Magazin dafür, ne? Ist ja jetzt alles weg. Dank des Updates. Wir haben noch ein M16. Eine Pistolette hätte ich schon gerne gehabt. Ganze Munition ist weg. Aber Hauptsache, die Batterie nimmt so viel Platz weg. Oh, alles futsch, was wir gesammelt haben. Ei, ist das ärgerlich. Gut, der eine oder andere würde sagen, ja, siehst du, das hast du davon, jetzt ist alles weg, ne? Okay. Von der hatten wir auch mehrere, die ist alles auf 1 runter. Shotgun. Ganze Munition, alles futsch. Da bist du quasi mehr oder weniger gezwungen dazu. Wir hatten hier 3 Waffen. Eine haben sie uns noch gelassen. Na, das läuft. Oh Gott, guck dir die Form von der Axt an. Wie sollst du die hier bitte reinkriegen? Boah, da bist du ja mehr mit Tetris-Spielen hier beschäftigt, dass du Sachen hier reinkriegst, als alles andere. Ob das jetzt nun so sinnvoll ist, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ist das die? Ja, die hat wenigstens, auch wenn es kein Schalldämpfer. Aber okay. Gut. Natürlich. Das ist jetzt natürlich. Ach, damit ist auch die ganze Munition davon. Na, das kann ein Abenteuer werden. Wenn wir jetzt noch nicht immer mehr die Magazine haben. Ich gucke jetzt nochmal schnell im Auto nach. Warte mal, was zu trinken. Jo, alles weg. Sehr schön. Warum gibt man sich die Mühe, wenn das dann alles weg ist? Einzige Zigarettenschachtel davon übrig geblieben. So, nehmen wir das noch mit zu essen. Boah, ich bin echt ein Tetris hier beschäftigt. Das ganze Gemüse ist weg. Das ganze Fleisch ist weg. Das läuft. Die Küchengeräte, alle weg. Warum? Warum haben sie das alles zurückgesetzt? Die Medizin ist natürlich auch geschrumpft. Es ist alles flöten gegangen. Was haben wir? Ja, Taschen haben wir auch festgestellt. Die ganzen Rucksäcke sind auch weg. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie da neue Sachen eingefügt haben vielleicht. Das ganzen Masken, ganzen Handschuhe, ist alles weg. Die ganzen Schutzwesten, die ganzen Hosen. Ja, das läuft, würde ich sagen, oder? Okay, das ist ja grauenvoll. Also haben sie auch die ganzen Rucksäcke entfernt. Das ist natürlich ärgerlich. Zeig mal die Werkzeuge. Ja, einen haben sie uns gelassen. Das ist ja der Wahnsinn. Eine von den vielen. Rechtsklick oben, Inventory. Das ist relativ kompliziert gemacht. Okay. Ja, Hauptsache die Drohne kommt uns gleich wieder besuchen, ne? Okay. Ein Bärenkopf wenigstens. Wildschwein. Da haben wir bloß noch das Hirschgeweih drin. Die Hirschköpfe sind auch weg. Der Eselkopf ist wenigstens auch da. Fälle haben uns noch wenigstens 2 gelassen. Zombies haben wenigstens noch 1 Kopf. Wobei da drüben hat man ja noch eine Kiste mit Zombie. Augen. 2, 4, 6, 7. Na, da hat man auch viel mehr Augen davon. Metall. Jo, das ist auch richtig geschrumpft. Eieieiei. Und Buntzeug hat man auch viel mehr. Also das ist alles geschrumpft. Ich weiß gar nicht warum. Aber okay, wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. So ist nun mal der Stand nach dem Update auf Version 0.3. Nee, ich wollte nicht, dass du da einsteigst. Ich wollte hier nochmal reingucken. Na, zeig's her. Mal klappt Doppelklick, mal klappt Doppelklick nicht. Gut, machen wir oben. Rechtsklick, oben Inventory, Dankeschön. Hier hat man noch eine M9. Die haben sie uns wenigstens noch gelassen, aber ich habe halt keine Munition mehr dazu.
Das ist alles Fujikado. Das ist nicht schön. So. Ich gehe nochmal kurz zum Pickup. Zack. Und dann machen wir los. Vorschlag haben wir eine Handgranate. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Wieso passiert... Hier kann ich die nicht reinsetzen? Warum nicht? Oh, dieses Tetris-Gespiele, ne? Und das Messer ist auch weg. Hier hätten wir noch Munition. Die könnten wir, glaube ich, stacken. Kann ich das nicht mehr stacken? Doch, das funktioniert noch wenigstens. Gut. Schaldo, das brauchen wir jetzt nicht. Gut. Das war's dann auch schon. Dann gehen wir noch einmal gucken wegen Messern. Da hatten wir auch ganz viele. Mal gucken, wie viele sie da noch übrig gelassen haben. So. Wie sieht's denn Werkzeuge aus? Wow, eine Schaufel und eine Axt habt ihr mir gelassen. Gnädig. Und ein Messer. Was ich jetzt brauche. Ist das euer Ernst? Warum? Gut. Egal, wir haben uns grundaus gestattet quasi und jetzt würde ich sagen, geht's los. Rein hier, weiter ärgern brauchen wir uns hier nicht. Wir können trotzdem den Spielstand weiterspielen. Ich denke mal, wenn wir dann eine zweite Staffel machen werden, werden wir nochmal komplett von vorne anfangen. Schon alleine wegen den Skill-Punkten. Wie sieht das eigentlich aus? Ist das jetzt Journal? Stoffwechsel, Entschuldigung. Zack. Überlebensring. Das bleibt immerhin noch. Eiweißmangel immer noch und Vitaminmangel immer noch. Den Bug haben sie immer noch nicht behoben, ne? Oh Mann. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns auf den Weg dorthin. Base under Construction. Stimmt, das hat man ja noch in der Abschlussfolge gebaut. So. Wir hauen das Radio an. Dann fahren wir Richtung Nordwesten. Erstmal auf die Hauptstraße. Okay, let's go. Bin immer gespannt, was uns jetzt so unterwegs erwartet. Vorsicht, Steinbob. Okay, das funktioniert noch. Bob! Der kommt nicht mal um den kleinsten Stein mehr rüber. Ei! Auf jeden Fall lang. Wie gesagt, in dieser Folge schauen wir uns einfach mal die City an. Gucken mal, ob wir da so einen Zombie im Haus erleben. Gut, ein Stück geradeaus fahren. Dass wir mal einen kleinen Eindruck von der neuen Stadt gewinnen, die es jetzt, wie gesagt, mit Version 0.3 gibt. Deswegen mit dem Namen Scamp and the City. Und der Zahn auch schon immer? Hab ich nie so wahrgenommen. So, wo sind wir? Okay, wir sind richtig. Die nächste rechts, würde ich sagen. Ach ja, ich bin gespannt, wie die City aussieht, was uns dort erwarten wird. Wie gesagt, wir sind jetzt hier nicht auf Loot-Tour. Wir werden natürlich auch mal ab und zu gucken. Aber jetzt direkt auf Loot-Tour sind wir jetzt nicht. Und einfach mal in dieser Bonusfolge, in den Weihnachtsspezialfolge quasi, uns mal das neue Update angucken. Um genau zu sein, mal die City, auf die alle gewartet haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der City haltet. Beziehungsweise von dem neuen Inventar. Und dass die Sachen weg sind, größtenteils. Ja, jetzt aber richtig. Come on.
sieht schon mega aus. Mit den Sonnenstrahlen am frühen Morgen. Richtig nice. Warte mal, wenn nicht, dass wir jetzt irgendein Abbiegen verpassen. Dann müssen wir erstmal. Ach, ein ganzes Stück gerade. Aber ich habe noch keinen Zombie gesehen, ne? Na gut, wenn die jetzt alle in den Häusern sind. Was wollen die da noch draußen, ne? Aber in der Ferne die Texturen laden relativ spät. Wenn man mal hier auf den Berg guckt. Die haben bis jetzt noch nicht geladen. Die City hier hat sich auch gerade sehr spät geladen. Wir können hier links durch die City, okay. Steht wieder ein Traktor. Wir haben unseren Bulli quasi. Da steht ein Schrottauto. Immer geradeaus. Und dann haben wir eine Kreuzung. Da ist eigentlich egal, ob wir links oder rechts fahren. Früher oder später kommst du eh aufs Feld drauf. Wo dann die City beginnt. Oh, ein blaues Quad haben wir hier stehen. Okay. Oh. Unser erster. Unser erster Zombie. Ach, schön. So, da haben wir schon mal unseren ersten Zombie erlegt. Muss ja auch mal sein. So. Weiter geht die wilde Fahrt. So, ich glaube, jetzt kommt der Kreuzungsbereich, wo es egal ist, wo wir langfahren. Wir werden uns nochmal rechts halten. Unser nächster. Sehr schön. Bisschen Action miterleben. Sprungfreudig, die Gutste. Tschüss. Ja komm, ich warte auf dich. Extra nur für dich. Mann. Warum die immer so betteln müssen? So. Also wenigstens von dem Leid erlöst. So, weiter geht's. Drei Zombies. So, wegen dem Punkt geguckt, na? Und wegen dem Vitamin-D-Mangel, aber... Sonst auf die Werte haben wir noch gar nicht geguckt, ne? So. Du bist aber noch nicht die City. Zack, da haben wir noch einen Zombie. Let's go. Ja, das war ja klar, dass du wieder durchbappst. Sind wir noch richtig? Ja, einfach geradeaus und dann kommen wir direkt auf die City. Gleich sind wir da. Ich bin gespannt. Von den Bildern her sah es schon fett aus. Rum. Let's go. Und es lädt nach. Das heißt, die City ist in der Nähe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the f- Es gibt einen Kran. Get ready to get bloody. Welcome friends to Scum Island.
Once you're ready, be sure to sign up for one of our mini events. Challenge es gibt einen Kran. Hochhäuser. Blood and glory. Let's get some music on to Nummer die 1, wir haben ja kein Fernglas mehr. Alter Falter. Wenn wir Staffel 2 anfangen, wisst ihr, wo wir anfangen. In der City. Dann bauen wir in der City unsere Base auf. Und es gibt einen fucking Kran. Kann man da hoch? Fragen über Fragen. Mal gucken, wie viele wir beantwortet kriegen in dieser Folge. Let's go, wir fahren weiter. Von jetzt sieht's schon mal fett aus. Wir werden erstmal in der City ein bisschen rumfahren. So, jetzt müssten wir offiziell in der City sein. Ja. Okay, das ist quasi eine Baustelle hier. Es gibt eine Leiter. Ich weiß, ich habe gesagt, wir fahren erstmal rum, ne? Aber ihr wisst ja, wie es so ist. Wenn man die Chance hat, Zementmixer. Ich will wissen, ob man hier hoch. Man kann hier hochklettern, geil. Wie fett ist das denn? Ich glaube, bis oben hin ist zwar die Ausdauer im Arsch von unserem Brudenbob, aber ich hoffe, das lohnt sich. Wie gesagt, wir müssen dran denken, wie meine ich Perspektive, dass jetzt in den Gebäuden auch Zombies sein können, beziehungsweise sind. Weiß nicht, ob in jedem Gebäude jetzt immer Zombies sind, so wie zum Beispiel bei Seven Days to Die, da hast du ja in jedem Gebäude Zombies, oder ob das hier willkürlich ist. Hier hast du mal Zombies und in dem Nachbargebäude zum Beispiel hast du keine Zombies. So 30% bloß noch und bist du nicht mal oben. Die Ausdauer geht flöten. Es sieht, in den Hochhäusern. Da hinten ist noch ein Kran. Noch ein Kran. Ich sehe von hier aus zwei Kräne, also hast du schon mal alleine. Da hinten noch einer. Insgesamt vier Kräne schon mal. Hast du da geschafft, Bob? Komm, streng dich an. Hier liegt Munition. Sehe ich von hier aus. Das Inventar müssen wir uns auch noch dran gewöhnen. So, hol erstmal Luft. Okay, das ist also die. Beziehungsweise war mal die Fahrerkabine. Ah, du kommst leider nicht ganz hoch. Ich dachte, man könnte vielleicht noch drüber gehen. Gut, der Loot hat sich jetzt hier nicht wirklich gelohnt. Aber diese Aussicht. Hammer. Wie groß ist denn die Stadt bitte? Ist das ein Stadion? Wo ist es? Was hab ich gesehen? Wo war's? Warum kann ich das bis ich nicht mal richtig anschauen? Das ist das Ding hier davor. Ich glaube, das da, was ich meine. Wir wollen ja hier nicht runterfallen. Das hier. Tag 1 News. Okay. Ja gut, nee, in der Arena ist das nicht. So, aber es ist auf den ersten Blick so aus. Eieieiei. Das ist meine richtige City. So, Bob, jetzt musst du leider wieder runter. Ich bin gespannt, was wir noch so entdecken. Also hier gibt es mindestens vier Kräne. Drei haben wir schon mal in der Ferne gesehen. Auf dem vierten sind wir gerade aktuell. Zementmixer kannst du bestimmt nichts anfangen, ne? Der Nachteil ist sowas, wenn du so einen Kran immer jetzt hier hoch runter kletterst, die Energie ist, also die Ausdauer. Die Energie, ne, auch die Ausdauer ist dann immer kaputt. Und so Bob muss ich erstmal holen. Wenn jetzt natürlich hier unten ein Zombie warten würde. Nicht von Vorteil, ne? Schon geil gemacht mit dieser Baustelle, muss ich hier Häuser bauen. Beziehungsweise Häuser gebaut haben, angefangen haben.
es aber nie fertiggestellt haben, weil ja die Zombie-Apokalypse kam. Ja, hast halt Ruin. So, jetzt erhol dich erstmal, mein Guter. Zementmixer. Was war das denn? Achso, nach Steinsohn. Okay, mit Zementmixern kannst du nichts empfangen. So. Jetzt darfst du erstmal eine Runde fahren. Ja, mal hier drüben hingucken, was das ist. Wenn es der gute Bob hinbekommt mit dem Fahren, ne? Was steht denn da? Oh, jetzt ganz schön verpixelt. Sundays 1090 Scamp. Okay, Werbung für die Sendung quasi. Könnte eine Einkaufshalle sein hier. Schrottautos. Guck mal, Pickup. Jetzt erstmal, dass ich ein Pickup als Schrottauto sehe. Scheint auch neu dazugekommen zu sein. Mit Parkplatz und so. Ist ja mega. Also eine Einkaufshalle ist das. Schick. Es gibt Ampeln, die zwar nicht mehr funktionieren, aber es gibt Ampeln. Holy shit. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Fußgängerüberwege mit Ampeln. Kondo. Genau. Mega. Straßenschilder. Ich weiß gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Ich glaube, hier hinten ist die Stadt dann wieder zu Ende, ne? Wir fahren trotzdem mal hier lang. Bis zum nächsten Gran. Komm, wir gucken mal rein. Wieder ein Kondom. Aber lauf jetzt mal hier nie ohne Schusswaffe rum. Auch was gebaut. So ein kleiner Park. Oh, ist das geil. Eine Schubkarre. Ein Bauzaun, richtig. Wie detailreich ist das denn gemacht? Mega. Okay, ich höre irgendwo einen Zombie. Weiß jetzt nicht, ob das hier vom Gebäude kommt oder. Gehen wir kurz hier hoch. Wie das Ding ist, sind das die Zombies jetzt im Gebäude. Okay. Alter, wie geil ist das denn gemacht? Ah! Guck mal an! Die Mutti muss wieder zu Hause bleiben, ne? Ich erlöse dich mal. Da liegt sogar eine Lupe. Also, jetzt haben wir es erstmal gesehen. Zombies sind auch in den Gebäuden drin. Die bewohnen jetzt quasi die Häuser. Richtig nice. Die Munition haben wir noch. 3 im Lauf. Plattenbau. Ach, es ist schon richtig geil gemacht. So ein Gehweg. Es lädt kurz nach, okay. Für Autos nicht gedacht. Aber uns egal, wir sind die Polizei, wir dürfen alles, ne? Es ruckelt ganz schön, also es lädt sehr viel nach hier, die City. Lad fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir noch einen Kran. Wollen wir da mal hinfahren? Komm, wir fahren da mal hin. Ich will auch mal kurz das Radio ausmachen. Ach, Bob. Let's go.
Das ist ein Friedhof. Das ist ein Friedhof, ne? Alter. Den ganzen Friedhof hier. Oh. Mega. Den schauen wir uns mal an. Die haben hier einen ganzen Friedhof errichtet. Wie geil ist das denn? Mit Bänken. Vor allem wie groß, ne? Es geht locker bis dahinter. Mega. Man muss feststellen, es gibt sehr viel Scam-Werbung für die Sendung. Das ist die nächste Baustelle, nächster Kran. Der scheint aber nicht ganz so hoch zu sein. Was haben wir denn hier hinten noch? Warte, was war das denn? Wartet. Ne Bagger? LOL! Den kann man bestimmt nicht fahren, leider. Aber mega wär's natürlich, ne? Ach, jetzt müssen wir es echt noch lernen. Anstand! Kennst du wieder nicht, ne? Ich höre noch einen. Wo denn? Da. Wie immer. Bruchlandung. Traust dich nicht? Ja. Die Shotgun reicht auch bis zum Baum, ne? So. Alter, hier steht ein Bagger. Ein Bagger. Oh, das wäre so geil, wenn man den fahren könnte. Kann man natürlich leider nicht. Wie geil ist das denn trotzdem? Was ist das denn? Steine suchen, okay. Boah, ein Bagger. Also da haben sie echt sehr viel Liebe reingesteckt. Muss man sagen. Da hat der Zombie mal fliegen gelernt. Okay. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass viele nachgeladen. Dadurch entstehen viele Ruckler. Das ist etwas störend, aber was sie mit der City gemacht haben, nice. Und wieder Scam-Werbung. Natürlich, warum nicht? Boah, Ruckler. Na, am besten gar nicht nach links und rechts gucken. Das tut weh, die Ruckler. Hier wollten sie einen Kran aufbauen, so wie es aussieht. Ja, hier oh, nein, der ist einfach nur umgestürzt. Wie geil ist das denn bitte? Quer durchs Haus. Boah. Was hier eine Straßenblockade hingemacht? Was bist du denn? I'm so sorry. Ja, du nimmst den Kopf weg, ist klar.
Hä, warum hat das rot geleuchtet? Warum? Es blinkt rot. Ist das ein Roboter? Und gleich mal ein Tier erlegt, ein Hirsch. Zerteilen, let's go. Haben wir schon mal Fleisch. Ich hör mal das Auto. Ach nee, es geht ja gar nicht. Komm ich mit dem Auto? Nee, komm ich nicht, ne? Ich komm. Im Haus, ne? Kann ich außen rumfahren? Ah, das ist ja mega mit dem Kran, der zusammengestürzt ist. Durchs Haus. Nice. Na. Och, Bob. Ich dachte, du wärst schon viel besser geworden mit dem Autofahren. Ui, 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 ui. Mit Gefühl durch den Wald. Doch, guck mal, da läuft. Ja, ja. Nun, nun, du musst die Klappe aufreißen. Papa, ist viel schwieriger. Da werden wir nicht durchkommen, oder? Wir probieren es einfach mal. Nee. Da steht Mülltonne im Weg. Da läuft bei dir, Zombie. Läuft. Ich will den Hirsch mitnehmen. Du musst hier natürlich mit Gefühl fahren. So, jetzt müssten wir auf der anderen Seite sein. Yes. Na komm her. That's for you. Haben wir noch einen Schuss? Nee. Das war's. Was ist das denn? Kleine Axt. Das ist einfach nachladen. Ach, wir haben schon eine drin, okay. Warum legst du das jetzt alles außer Hand? Das ergibt null Sinn, was du machst. Merkst du das? Okay. Dann. Müsste das ja hier reinpassen. Das müsste reinpassen. Das müsste reinpassen. Und das müsste reinpassen. Oben Inventory. Ja, gut. Warum? Es ist doch ein Tier. Sag mal, heute haben wir aber ein Glück. Wie viele Wildtiere leben hier? Ah, au. Ab in den Arsch. Hört Zombies, man sieht sie aber nicht. Dann heißt das, die werden in Gebäuden sein. So, das Schwein nehmen wir natürlich auch noch mit. Wenn der Bob nicht hängen bleibt. Einmal zu teilen. Mal Litfaßsäulen gibt es auch hier. Wie geil ist das denn gemacht? So ein kleiner Hinterhof mit Ständen, ne? Oh, Graffiti gibt's auch? Oh ja, gehört so dazu, ne? Mega. So, also Essen haben wir erstmal wieder genug, ne? Dafür, dass wir so viel eingebüßt haben. Da waren wir noch nicht mal in den Häusern drin, ne? So. Bäume direkt auf der Straße? Ja. Bisschen unlogisch durch den ganzen Asphalt, aber okay. Wir gucken weiter.
Wo geht's hier denn hin? Alter, Holzwagen. Okay. Führt dann wieder auf die Straße. Da oben der Bagger. So richtig geil gemacht. Auch mit dem Kran, wie gesagt, der durch das Haus gestürzt ist. Muss ich halt mal Zeit nehmen und auch anhalten, ne? Ab und zu mal gucken. Hier waren wir jetzt hier oben rausgekommen. Das ist der nächste Zombie. Okay, das scheint hier Stromwerk zu sein. Viel Werbung zur Scump-Sendung. Hi! Ja, bleib ruhig. Okidoki, das könnte eine Werkstatt hier sein. Endet einfach mal hier die Straße. Natürlich, warum nicht? Weiter geht's. Diese Mikroruckler. Das tut weh. Und hier verlässt die City quasi wieder. Okay, dann wenden wir einmal. Hier aber so ein Haus am Stadtrand. Wäre doch geil. Oder am besten im Hochhaus, ganz oben. Guck mal, wer bist du denn? Weg mit dir. Okay, wir sind hier auf der anderen Seite des Friedhofes. Hier ist eine Kirche. Die haben echt an alles gedacht, ne? Was haben wir hier? Oh, ein Sportplatz. Heißt das, dass hier wieder eine Schule in der Nähe ist? Boah, diese Mikroruckler. Ah, das tut weh. Boah, ist das geil. Mit dem Fluss. Hat einen Touch von Venedig, ne? Wie geil ist das denn? Überall hörst du Zombies? Ach, guck mal an. Wie man da angeht. Och, dieses Lärm. Oh, das ist echt schon eine Qual. Liegt das nur an mir oder liegt das auch? Habt ihr das auch, dass das so oft nachlädt bei euch? Jetzt lädt es extrem lange nach. Ist es noch zu retten? So, da war nichts mehr mit retten. Scump hat sich komplett einmal verabschiedet, festgefahren. Beziehungsweise hat Scump dafür gesorgt, dass Steam sich komplett abgeschossen hat. Also einmal musste ich Scump komplett schließen und beim Neustart von Scump musste ich sogar Steam neu starten. Das ist krass. Das ist sehr krass, was die Performance da angeht. Teilweise ist es ja so dann ja unspielbar. Gut. Ich denke mal aber für den Rest dieser Sonderfolge, für das Weihnachtsspezial wird es jetzt noch gehen. Ich bin froh, dass es hier gespeichert hat, wo wir quasi hängen geblieben sind. Außer, dass die Zombies natürlich jetzt weg sind. Aber da bin ich jetzt auch nicht so böse. Ich hoffe... Wie sieht's aus? 2,5 CPU, 60 FPS. Das geht jetzt gerade wieder. Hat sich ein bisschen eingepegelt. Es geht schon wieder los. Ich wollte schon gerne noch bis zu den Hochhäusern kommen, ne? Aber wenn das jetzt hier nochmal abkackt, müssen wir das leider vorzeitig beenden. Oh, das ist ein einziges Ruckeln hier. Da, liebe Scump-Entwickler, müsst ihr aber echt noch was machen, weil das ist sonst wirklich unspielbar. Zumindestens wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Und zu Fuß bist... Oh Gott. Oh Gott. Und zu Fuß bist du ja echt eine ganze Weile unterwegs. Wie gesagt, geil haben sie die Stadt gemacht, aber mit diesen Rucklern...
Wie gesagt, das war jetzt gerade der größte bis jetzt. Und es braucht extremst zum Laden. Das ist natürlich nicht vorteilhaft, ne? So, hier haben wir wieder einen Kran, wieder eine Baustelle. Gut, wir versuchen unser Bestes, das hier draus zu machen. Da steht auch ein Bagger. Ach, das haben sie geil gemacht. Mit dem Bagger haben sie echt geil gemacht. Die ganzen kleinen Details, die Baustellen. Der Kran, der umgestürzt ist und durchs Haus gekracht ist. Das haben sie schon geil gemacht. So, und hier kommst du wieder aus der City raus. Also du hast mehrere Zufahrtsstraßen zur City quasi. So, machen wir ein bisschen musikalische Unterhaltung noch zum Abschluss. Also, entweder so eine Einkaufskette oder irgendwas zum Essen heißt hier Kondom. Oh Gott, hier stehen sogar zwei Bagger. Ach, wäre das geil, wenn man so einen fahren könnte. Oh, fast gegen die Ampel hier fahren. Mitten auf der Kreuzung, wir stellen da eine Ampel hin. Das ist natürlich gefährlich für unseren Bob. Das sind Parkplätze und Mast. Eine Endschleife hier quasi. Kann man eine Gas geben. Gladiatorial Combat Evolved. I'm your host, John Dick, and welcome to Scum Island. Once you're ready, be sure to sign up for one. Komm einmal zurück und dann müssten wir langsam zu den. Uiuiui, was ist jetzt los, Bob? Ach, du willst abkürzen, versteh schon. Wenn du natürlich mal den Motor nicht abkacken würdest. Na, kriegst du es hin? Sehr schön. Sehr schön. Auch hier die Lied, was sollen die Kleinen? Richtig nice gemacht. Wir haben ja einen Wohnkomplex, einen runtergekommenen, einen ehemaligen Mitbewohner da. Und das ist ein Hochhaus. Das haben sie schon geil gemacht. Kannst du echt nicht sagen, ne? Kann man da auch rein, wirklich? Oder kannst du hier bloß einen Treppenaufgang benutzen? Ne, wir hatten jetzt keine Munition mehr, ne? Muss man vorlieb nehmen mit der. Warum legt er dann die immer ab? Das ergibt null Sinn für mich. Da haben sie auch irgendwas überarbeitet. Das geht jetzt plötzlich nicht mehr, okay. Merkwürdig. Briefkisten, da kannst du nichts. Eisengitter haben sie jetzt vor die Tür gemacht, wo du nicht mehr durch kannst. Okay. Das scheint hier mal da. Okay, kannst du scheinbar hoch. Der Fahrstuhlschacht. So rum. Schwere Geburt. Geh mal in die Ich-Perspektive. Dass wir wenigstens ein bisschen mal gelootet haben. Zombie scheint es hier keine zu geben. Okay, viel zu looten gibt es ja auch nicht. Nein. Da wurde jetzt nichts geändert. Hier haben wir noch einen Mülleimer. Ja, nehmen wir mit. Ah, du kannst wirklich hier reingehen. Ah, das ist schon nice gemacht. Diese kleinen Balkons. Ah, sweet. Richtig sweet. So, da kommst du jetzt nicht hoch. Zum Glück gibt es ja, haben wir ja schon gesehen, gibt es eine Mütze. Nichts. Messer. Ja, haben wir ja jetzt. Zum Glück gibt es ja hier diesen Schacht. Dann kannst du hier diese. Warum? Das ergibt null Sinn und jetzt komme ich hier nicht mal runter. Ja, du hast sie auch unten abgelegt, alles klar. Warum legst du die Waffe einfach weg? Wenn die im Inventar ist, dürfte die doch nicht weglegen. Ist jetzt natürlich kein Platz mehr, weil. Oh, weiß auch immer. So, und jetzt zur Schnelltaste. So, jetzt wählst du die mal aus und kletterst. Warum legt er die ab?
Das ergibt null Sinn, dass der die ablegt. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das hat doch vorher auch wunderbar geklappt. So, wenn ich jetzt die 3 wähle, nimmt er sie. Wenn ich die 3 drücke, steckt sie nicht weg. Das ist scheiße. Definitiv scheiße. Was haben da die Entwickler gemacht? Das ist kacke, wenn er dann die Waffen immer weglegt, statt wegzupacken. Okay, du kannst sie aber nicht auf jede Etage, sehe ich schon. Da haben sich viel Arbeit gespart für so ein Hochhaus. Kommst nirgendwo hier rein. Okay. Also das mit den Rucklern ist extrem nervig und sehr störend, muss man sagen. Und dass der jetzt jedes Mal, egal welche Waffe der hat, jedes Mal auf den Boden weglegt, wenn er sie wegsteckt, ist genauso Schwachsinn. Das ist auf jeden Fall mega Negativpunkt für Scump in der Version 3.0. So, hier kannst du jetzt natürlich nicht rüber, weil schaffst du einfach nicht. Weil wenn ich jetzt loslasse mit F, fällt er da runter. Dann sind wir tot. Da haben wir ja nichts gekonnt, ne? Und wir haben hier kein Bett gebaut. Deswegen sollten wir es tun, ist vermeiden, hier runterzufallen. Oh mein Gott. Ah. Ist auch eine Etage, kommst du aber nicht hin, weil... Okay, die können's. Okay, jetzt sind wir ganz oben. Alles klar. Boah. Ja, wir müssen uns ja trotzdem schützen. Man muss ja die Waffe ziehen. Falls hier irgendwo Zombies auf uns lauern. Ja, die Aussicht ist schon geil. Wir sind noch nicht mal ganz oben, ne? Es geht noch höher. Das machen wir noch zum Abschluss. Okay, kannst du durchfallen, musst du aufpassen. Oh, neue Kisten. Die kenne ich noch nicht, die weiße Kiste. Die grünen Kisten, die kennen wir. Die weiße Kiste ist auch neu. Gut. Loot war da nix. Aber Hauptsache es gibt bloß Solarzellen auf dem Dach. Aber der Ausblick auf dem Hochhaus, der ist schon mega. Das sieht schon geil aus. Machst du Waffenwechsel, legt er die Waffe auch weg. Statt sie wegzustecken. Warum? Das ergibt null Sinn. Scheint noch so eine Kirche oder was das sein soll zu sein. Kannst dir mal einen richtig guten Überblick verschaffen. Das ist ja richtig mega. Wirkt wie so eine kleine Arena hier drüben. Vielleicht schauen wir da nochmal hin. Gucken uns das mal genauer an. Ah, das sieht schon geil aus. Also da kann man echt nicht meckern. So. Der Schatten sieht sehr lustig aus. Von hier aus könntest du, glaube ich, jetzt noch in jede Etage runter, ne? Na gut. Eine Etage ist es maximal. Großteil ist es verschlossen. So, dann klettern wir. Ah, die hat er jetzt mal weggepackt. Gnädig ist der Herr denn, Mensch, du. Mit seinen Elchpantoffeln. So, sind wir erstmal auf den Kran geklettert, jetzt sind wir aufs Hochhaus geklettert. Der Arme ist froh, wenn er dann wieder unten ist, glaube ich. So, dann fahren wir nochmal zu dem Eingebäude, was so wie ein halbes Stadion aussieht.
Und dann haben wir eigentlich so gut wie die Stadt erkundet. Sind einmal durchgefahren. Ist natürlich die Frage, wie viel Loot man hier bekommt. Was mir gefällt auf jeden Fall mit dem neuen Update ist, dass du den Inventar, deine Gegenstände im Inventar rotieren kannst, also drehen kannst, das besser anpassen kannst. Was mir jetzt nicht so gefällt, dass das irgendwie so Formausschnitte hat. Ob du dadurch jetzt besseren Platzmanagement kriegst, wage ich zu bezweifeln. Das hätten sie eigentlich lassen können, aber es ist jetzt drin. Daran muss man sich natürlich gewöhnen. Ans ganze Inventarmenü muss man sich erstmal gewöhnen. Was gar nicht geht, ist, dass er die Waffen weglegt. Auch wenn du wegsteckst, beziehungsweise die Waffen tauscht. Zumindest ist es jetzt aufgefallen bei der Pistole. Das ist ein No-Go. Und die Ruckler. Zumindest wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Die Ruckler sind doch extrem. Wie gesagt, hatte ich noch nie. Wir haben 47 Folgen, das ist jetzt die 48. mit der Sonderfolge. 47 Folgen, wo es hat immer wieder mal kurz geladen, ja? Ist klar, wenn irgendwas Größeres kommt, dass das mal geladen wird. Aber es ruckelt jetzt schon wieder extrem. Boah, CPU runter auf 0,9. 55 FPS, 29,51. Jetzt haben wir sich wieder gefangen mit 60 FPS. Meine Güte. Also das geht auch nicht, ne? Also die Performance hier in der City geht gar nicht. Am Anfang diese kleinen Ruckler, das geht ja noch alles. Aber wenn du mit... umso länger, umso tiefer in die City kommst. Ihr seht's, ne? Das macht auch keinen Spaß dann. Macht absolut keinen Spaß. So, hier sind die anderen ganzen Hochhäuser. Ich weiß auch nicht... Oh, der ist wieder ganz kurz vom Abkacken. Wenn ich mir die Werte angucke hier. Das ist extrem. So, wir gucken mal ganz hier oben. Haben sie wahrscheinlich wieder... abseits Häuser hingestellt. Ja, das, ja, genau. So ein kleines Vordorf quasi. Das haben sie alles schick und schön gemacht. Auch die ganze Atmosphäre, die ganzen kleinen Details mit den Krähen, mit den Baggern, mit den Baustellen quasi. Oder der Kran, der umgestürzt ist, durchs Haus gekracht ist. Das haben die alles richtig schick gemacht. Die Hochhäuser. Alles richtig schick gemacht, aber mit der Performance... Ey, das tut weh. Ich hoffe, bis zur Staffel 2 haben sie das verbessert. Oh, es gibt sogar ein Parkhaus. Ich habe sogar ein Parkhaus gedacht. Das ist ja mal mega nice. Oh Gott, oh Gott. Hier flimmert's. Ich denke mal, das soll das Licht sein hier oben. Was ein bisschen Atmosphäre bringen soll, ja. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das haben sie richtig nice gemacht. Also richtige Garagenabteile. Kann man diese auch öffnen? Oh Gott. Oh Gott. Es ruckelt. Es ruckelt, bis es mal reagiert. Eieieiei. Man kann sie sogar öffnen. Da findet man sogar auch Loot. Ich sag, zu Fuß scheinen es keine Probleme zu geben, was die Performance angeht. Aber wenn du mit dem Auto hier in der City unterwegs bist, das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Garagentiefparkplatz kann man es quasi nennen. Klingt zwar komisch, ist aber so. Okay, wie gesagt, jetzt gucken wir nochmal wegen dem einen Gebäude da, was ich gesagt habe, was wie so eine halbe Arena aussieht. Wir sind jetzt eh schon wieder über der Zeit drüber. Wie gesagt, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, die Performance, das ist schon eine halbe Körperverletzung. Das rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rein instinktiv hier mal lang fahren. Wohnsiedlung. Also man hat hier echt viel zu. Oh Gott. Viel zu entdecken. Aber bitte nicht mit dem Auto. Das geht gar nicht. Oh. Da drüben ist es. Oh Mann.
Oh. Wie sie sich auf einen stürzen wollen. Eieieiei. Eider Kraus. So, komme ich da noch besser ran? Da würde ich... Boah, Ruckel. Zum Pöller wirst du ja wohl schaffen, oder? Sportscar. Diorama Bowl. So, ich wollte gerade sagen, jetzt hat er sich wieder verabschiedet. Gerade nochmal gerettet. Es hat was mit Sport zu tun, würde ich sagen. Das wirkt wirklich wie so eine kleine Sportarena. Boah, leck, leck. Ei, ei, der Graus. Ei, der Graus. Das ist so eine kleine Sportarena. Nice. So, oh Gott, selbst zu Fuß hast du Probleme. Ein Basketballfeld. Mit Toren. Ist das auch? Nee, kannst du nicht looten. Kannst du nur westen, okay. Hat sich das Militär irgendwie bequem gemacht. Das gucken wir jetzt noch schnell durch. Oh, es ruckelt sogar zu Fuß. Ja, hat nur noch eine Waffe. Munition, Munition. Schlüpper brauchen wir nicht. Gibt auf jeden Fall neue... Was ist das denn? Es gibt auch absolut keine Beschriftung dafür, ne? Okay, irgendwelche Hosen. Okay. Da verliert man relativ schnell den Überblick. Okay. Boah. Selbst zu Fuß in der City. Naja, ich nehme es zurück, was ich gesagt habe. Auch zu Fuß ruckelt das hier wie Schwein. Also die Performance ist erschütternd, was das angeht. Das trübt natürlich auch den Spielspaß, ne? Das ist klar. Hier waren wir schon gucken. Gut. Boah, Ruckel. Ruckel. Ja, das ist fast unspielbar. Also so das ganze Update mit der City, schick und schön. Aber sobald du hier in der City bist, wie gesagt, jetzt auch mittlerweile zu Fugus, ist eine reine Katastrophe, was die Spielbalance angeht, die Spielperformance. Ihr seht's, zu Fuß. Ist er nur am Ruckeln. Jetzt läuft er mal ein bisschen gerade. So. Naja, Hauptsache die Drohne kommt. Das funktioniert, ne? Oh mein Gott. Aber wie gesagt, so das Update haben sie wirklich wunderschön gemacht. Die City haben sie auch wunderschön gemacht mit den ganzen kleinen Details. Das schreibt man denen alles positiv gut. Aber großes Manko ist die Performance. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob bei euch... Oh, das ist ja nicht wahr. Vor allem, wie lange es... Zwei Ruckler und dafür, dass wir gerade mal die Treppe hier runterfahren. Und gleich noch mehr Ruckler. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Performance-Probleme habt. Was mir auch nicht gefällt, das ist durch das Update, dass viele Sachen weg sind. Wie die Rucksäcke zum Beispiel, das ganze Loot, den du gesammelt hast. Ist auch so ein kleiner Negativpunkt dafür, für dieses Update. Würde mich mal interessieren, ob das bei euch genauso ist. Ob ihr auch Verluste hinnehmen musstet. Und wie gesagt, ob bei euch die Performance auch so schrecklich ist. Ihr seht's, es ist... Umso länger wir hier in der City sind, umso schlimmer wird es. Und wir sind jetzt hier schon seit über einer halben Stunde in der City. Und aller Pupse lang, ja, kommst du nur ins Ruckeln. Wie gesagt, und das Schlimmste war bis jetzt der Totalabsturz von Scum, beziehungsweise auch inklusive Steam. Ich musste mich komplett neu anmelden, obwohl ich den Rechner nicht heruntergefahren musste, musste ich Steam komplett neu anmelden. Also Scum hat da Steam komplett einmal abgeschossen. So, wir versuchen jetzt hier mal ein bisschen aus der City rauszukommen, weil dann ist es nicht ganz so schlimm, die Performance. Aber wie gesagt, in der City zu Fuß und auch mit dem Auto ist... Oh, selbst hier ist noch sehr, sehr problematisch. Gut, dann würde ich sagen, war das die Sonderfolge, das Weihnachtsspezial zu Scum
Version 0.3 mit dem Titel Scump and the City. Ich hoffe, diese kleine Sonderfolge, dieses Weihnachtsspezial hat euch gefallen. Wenn ihr es ist, lasst doch gerne einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und mein Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen, fürs Reinschauen, fürs Dabeisein und verabschiede mich. Wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie. Macht's gut!